Gut, dann bin ich in die meditative Haltung. Bitte euch in die Atmung. Dann in deinem Tempo, in deiner Zeit und in deiner Qualität. Erinnere dich daran, dass dies nun deine Zeit für dich und nur für dich ist. Die Zeit, in der du ankommst, bei dir und dein Inneres wahrnehmen kannst. Deine innere Kraft und Stärke. Dein inneres Aufatmen und Erglühen. Atme ein, atme aus. Lasse deinen fließen und erinnere dich daran, dass du drei Hauptzentren in deinem Körper besitzt. Dein Herz, dein magnetisches Zentrum, deine Krone, wo du empfangen kannst, dich öffnen kannst, und dein Becken, deine Beckenschale, verbunden von Geist und Seele, verbunden mit deinem Körper. Erinnere dich daran, wie und wunderschön es ist, wenn du im Einklang schwingst. Körper, Geist und Seele schwingen in dir und mit dir. Atme ein, atme aus. Lasse deinen Atem fließen und erlaube deiner kleinen kristallinen Kugel einzufließen. Über die linke Körperöffnung bei Frauen und der rechten Nasenöffnung bei Männern. Lasse deine kleine kristalline Kugel aufsteigen bis zur Mitte deiner Stirn, um hier deine Zirbeldrüse zu aktivieren und mit ihr all die Kristalle in der Mitte deines Kopfes in deinem Zentrum. Fühle die Kraft der kleinen kristallinen Kugel. Fühle, sich jede Zelle deines Körpers öffnet und mit der Christ um sie stimulieren zu lassen. Zu lassen. Weiter fließt die kleine kristalline Kugel in die Mitte, der Mitte deines Kopfes, um auch hier all deine Zentren zu öffnen. Dich einzuschwingen. Um zu fühlen, was es bedeutet, verbunden zu sein. Verbunden zu sein in dir selbst, mit dir selbst, in deinem göttlichen Zentrum, im Ursprung, in der Quelle.
Lasse deine kleine kristalline Kugel weiterfließen über deinen Gaumen hin zur Kehle, zu deinem Herzen, zu deinem magnetischen Zentrum, das sich weitet, öffnet. Weiterfließend hinab zu deinem Becken. Und dein Becken zu weiten, deine Beckenschale zu öffnen und dich aufnehmend zu stimulieren. Annehmend. Fühle die kristalline Kraft. Christ all jene Kraft, die durch deinen Körper, durch deine Zentren fließt, dich verbindet und jedes Chakra in dir stimuliert. Nimm wahr, wie du mit deiner kleinen kristallinen Kugel ankommst in der Mitte deines Körpers. 2 Finger breit oberhalb deines Nabels. In deinem Punkt des Lichts. In deinem Zentrum, in deinem Ursprung. Atme tief ein und aus und lasse dich fallen. Erlaube dir selbst, dich rückzuverbinden mit deiner göttlichen Essenz. Aus deiner Mitte entspringt dein Fluss. Wann immer du dich alleine fühlst, voller Sorgen, abgetrennt, voll der Angst und Mutlosigkeit, dann erinnere dich daran, dass du niemals alleine bist. Dass du auch wurdest mit all diesen wundervollen Frequenzen. Dass du verbunden bist mit deinem Ursprung, mit deiner Quelle.
dass du verbunden bist mit all den Schutzengeln, die dich durch dein Leben begleiten. So kannst du gerade jetzt fühlen, wie sich deine Schutzengel rund um dich aufstellen. Wie sie dir Trost spenden, deine Sorgen abnehmen, deine Ängste in Mut verwandeln. Sie dir Ströme der Heilung zusenden. Und all das Niedrige transformieren, was noch in deiner Aura vorhanden ist. Betrachte jeden Engel ganz genau. Schau ihm in die Augen. Berühre seine Hände. Nimm diese wundervolle Energie wahr. Wie sich immer mehr und mehr gestalten. In eigenem Lichtkreis der Engelwesen. Alles für dich. Fühle, wie dein Geist sich befreit. Deine Seele freier schwingt. Dein Körper leichter wird. Und deine Flügel sich öffnen.
kannst wahrnehmen, wie dein Energiekreis sich öffnet, sich verbindet mit den Engeln all jener, die heute hier gemeinsam meditieren. Und wie wir alle im Zentrum dieses Kreises stehen und umhüllt werden von dieser starken, machtvollen Energie. Von dieser öffnenden und gleichzeitig heilenden Lichtfrequenz. Du kannst wahrnehmen, wie wir im Inneren einen Kreis bilden, um so Raum zu schaffen für Wolfgang. Für Andi. Für Elias. Und Josef. Ja, hallo. Für Johann. Für Julia. Für Anita. Der Kreis im Kreis im Kreis. Wahrnehmen, wie regenbogenfarbenes Licht, regenbogenfarbene Lichtfrequenzen aus den Lichtwesen hervorströmen. Sie jeden einzelnen von uns umhüllen und durchdringen. Und jede Zelle, jeden Baustein unseres Daseins berühren. Unseren physischen Körper, unseren seelischen Körper, unseren geistigen Körper. Jede Zelle, jeden Bereich.
regenbogenfarbenes Licht. Fließt durch die Kristalle in eurem Gehirn. Öffnet euer inneres Prisma. Und taucht alles in dieses wundervolle Licht ein. Gleich eines Tornados. Gleich eines Wirbelsturms. Alles wird transformiert. Alles erneuert sich. Alles fällt von dir ab. Betrachte dich selbst. Umhüllt von all den Engelwesen. Verbunden im Kreis. Teil von zu sein. Um zu wissen, dass diese starke Verbundenheit, dieses starke Miteinander eine unglaubliche Fülle an Schwingungsfrequenzen freisetzt. Und Harmonie und Ausgleich ermöglicht. Auf allen Ebenen deines Daseins. Ohne dein aktives Tun geschieht Veränderung. Indem du dich öffnest. Und die übergeordneten Wesen darum bittest, dir zu helfen, dir beizustehen und es für dich zu tun. Denn dazu sind sie da. Es ist ihre Aufgabe. Ihre Berufung. Und sie wollen ihre Berufung leben, so wie du deine Berufung leben möchtest. Wie dein Herz, deine Seele, dein Geist deiner Berufung folgen möchte. Einfach und leicht, ohne Schwierigkeit, ohne Anstrengung.
Bleib in dieser liebevollen Lichtumarmung und nimm sie mit dir mit heute Abend. Nimm sie mit zu dir in dein Bett. Nimm sie mit zu dir in deine Nacht. Genieße sie und lass dich umhüllen. Nimm alles auf, was durch sie und mit dir kommt. Und nimm wahr die Träume, welche sie dir spenden. Atme tief ein und aus und kehre zurück in dein Zentrum, in dein Dasein, in dein Hier und Jetzt.